Heute gibt es eine neue Ausgabe von Die Neue Welle testet. Wir sind heute im Autohaus Streit im Husarenlager in Karlsruhe. Ich darf nachher dieses schicke Ding testen, aber zuerst schaue ich mich mal innen um. Das ist eine Piaggio Arpe und das ist Timo Streit, der Geschäftsführer vom Autohaus Streit in Karlsruhe. Hallo. Was genau ist denn eine Piaggio Arpe? Eine Piaggio Arpe stammt eigentlich von der Vespa ab, aus Italien. Es ist ein Klein-LKW, ein Kleinnutzfahrzeug, praktisch eben für die kleinen, schmalen Gassen in Italien. Und dafür wurde die damals entwickelt und wird nach wie vor unverändert gefertigt und gebaut. Für wen ist denn so eine Arpe geeignet? Eine Arpe ist geeignet für jedermann, sowohl für Privatpersonen, das heißt Hobbyfahrzeug, günstig von A nach B kommen, Gartenhelfer zum Beispiel, oder eben für Firmen, im Bereich zum Beispiel Werbeträger oder eben auch als Servicefahrzeug, zum Beispiel auch für Azubis, weil man das Fahrzeug ab 16 Jahren schon fahren darf. Und welche Varianten gibt es von der Arpe? Eine Arpe gibt es in sehr vielen Versionen, sowohl jetzt in der Arpe 50, wie es jetzt hinter uns steht, zum Beispiel in der Version als Kastenaufbau, als Cross-Country oder eben als Pritsche. Dann gibt es die Calesino, die vermieten wir zum Beispiel am Wochenende für Hochzeiten oder just for fun als Ausflugsgerät. Dann gibt es noch die Classic, das ist eine etwas größere Arpe mit einer Nutzlast von bis zu 700 Kilo. Und dann gibt es halt die Klein-LKW, das ist der Piaggio Porter. Der ist bis zu 3,5 Tonnen und hat eine Nutzlast von 1,5 Tonnen. Und der ist halt perfekt geeignet für Gartenbaubetriebe, Kommunalgeschäft und solche Sachen. So eine Arpe ist ja schon ein flotter Flitzer, wenn ich mal so sagen darf. Zahlen und Fakten auf den Tisch. Wie schnell kann so eine Arpe fahren? Ja, eine Arpe ist doch nicht ganz so schnell. Es gibt zwei Versionen von der Arpe 50 zum Beispiel, die 25 km/h Version für Leute, die vor 1964 geboren sind, damit sie das ohne Führerschein fahren können. Oder eben dann die normale Version, die fährt dann 40 km/h, die kann man mit jedem normalen Führerschein fahren oder eben natürlich auch Jugendliche ab 16 Jahren. Und wie viel kostet so eine Arpe bei euch, beziehungsweise gibt es auch Finanzierungsmöglichkeiten? Ja, Finanzierungsmöglichkeiten gibt es. Zum Beispiel kann man bei uns eine Arpe ab 80 Euro im Monat ohne Anzahlung finanzieren. Leasing ist auch kein Problem für Firmen etc. Und dann ist natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. Also normal eine Arpe kostet ab 6.000 Euro aufwärts. Ist es schwer, so eine Arpe zu fahren? Schaffe ich das auch, die Arpe fahren zu können? Eine Arpe zu fahren ist relativ einfach, da kommt man relativ schnell rein. Und wenn man einmal die Arpe gefahren ist, möchte man auch meistens damit nicht mehr aufhören. Und deswegen würde ich sagen, dürfen Sie es gerne auch mal testen. Gutes Stichwort. Und jetzt teste ich so ein Piaggio Arpe. Und ich bin schon etwas aufgeregt, nur mal ganz im Ernst. So kann ich mich da nicht reinsetzen. So sieht doch schon viel besser aus. Und los geht's. Nach einer kurzen Einweisung vom Chef höchstpersönlich habe ich den Dreh mit dem kleinen roten Flitzer schnell herausgehabt. Die Piaggio Arpe ist tatsächlich leicht zu fahren. Natürlich wollte ich die Arpe auf Herz und Nieren testen, daher bin ich zum benachbarten Edeka Rees gefahren, um mal zu schauen, was alles auf den Alltagshelfer so drauf passt. Der Frühling steht an und klar, was braucht man da auf jeden Fall? Blumenerde, denn egal ob Balkon oder Garten, die bunte Pracht kehrt in die Region zurück. Daher habe ich mir ein paar Säcke Blumenerde geschnappt und nun wollen wir mal sehen, was auf die Piaggio Arpe alles drauf passt. Zählen Sie gut mit. Ich war jetzt gerade bei Edeka Rees einkaufen und ich muss sagen, auf diesen roten Flitzer geht ganz schön was drauf. Ich habe insgesamt 24 Säcke Blumenerde drauf bekommen und für die Männer natürlich ein Kastenbier geht immer. Das Allerbeste ist, Sie haben jetzt die Möglichkeit, eine Arpe ein ganzes Wochenende lang zu testen. Das Autohaus Streit verlost an Sie eine Arpe Calesino für ein ganzes Wochenende im Wert von 350 Euro. Das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist mir eine Frage beantworten. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Wie viele Säcke Blumenerde habe ich hier auf meine Arpe geladen? Einfach eine E-Mail schicken an test@dieneuewelle.de.